Ja, guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, ich höre Sie. Ja, hier ist Pfefferkorn. Ich grüße Sie. Ich habe ja im Prinzip hier eine Auswahlmöglichkeit vorliegen. Bin ich da Ja. richtig mit der Einlösung bei Ihnen? Ja, welche Farbe möchten Sie denn oder haben Sie sich entschieden? Ja, ich denke, ich nehme Blau. Super, okay. So, dann bräuchte ich noch ein paar Angaben. Mal Ihre Telefonnummer bitte mit Vorwahl. Ja, das ist 040. Hallo? Ja, ich höre Sie. 040. Ja, 89, 78, Ja. 403. 403, so. Dann mal Ihren Vornamen, bitte. Eberhard. Eberhard. Pfefferkorn, ja? Ja, Die Posten. mit zwei R wird das geschrieben. Ach, mit zwei R. Hinten bei Korn mit zwei R, oder? Ja, Doppel-R am Ende. Es Aber ist, Doppel-F, ja? ja, natürlich. Ja. Ja, Okay, ist ja dann mal wichtig, die. dass Sie nachfragen. Ja, mal die Postleitzahl bitte, Herr Pfefferkorn. Ja, gern, das ist 203,59. Und die Straße? Reeperbahn Ey. 103. Ja, ich habe hier schon Reeperbahn. gewohnt, als dieses ganze Theater noch nicht war. Ach so. Also Reeperbahn. Warten Sie mal, jetzt muss ich mal gucken. Also wird mit Doppel-E Emil geschrieben. Jetzt gucken wir mal. Ja. Wie bitte? Und die Hausnummer war? Hallo? Ja, Ihre Hausnummer nochmal? Wie bitte? Ihre Hausnummer? 104. 104. Da wohnen Sie direkt auf der Reeperbahn? Naja, so bezeichnet sich die Straße. Also ich Aber in der habe, Nähe. ja, das ist ja schon der Bezirk, ne? Also ich Ach habe, so. sagen wir mal, Luftlinie, sagen wir mal, 150 Meter. Ey. Von der Wohnung hier geht das im Prinzip los, ne? Ist nicht so schön am Wochenende. Ja, das glaube ich. Meine, Und mal Ihr Geburts, als ich ja? selber noch jung war, da war das ja, sagen wir mal, ansprechend. Aber irgendwann wird's lästig, ne? Ja, wenn wird man älter, dann sieht man das mit anderen Augen, ne? So ist das einfach. Aber was Ja. soll man machen, ne? Ja, na wohl wegziehen wollen sie auch nicht. Nee, das kann man sich ja in Hamburg gar nicht mehr erlauben. Ja, Sag mal, das kommt noch dazu. das ist ja Eigentum, ne? Sag mal, für den Preis, na gut, ich würde da wahrscheinlich eine gute Mark für kriegen, aber na, Jo. wer weiß, was man dann hinterher hat, ne? Nee, das würde ich dann auch nicht machen. Ist zu riskant, ne? Da ist so eine Oh. Tüte Oropax ist günstiger. Ja, ist doch wahr. Ich habe ja früher, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, wir hatten ja eine Hühnerfarm viele Jahre im Umland. Und da muss man ja auch, sagen wir mal, nicht nur mental, sondern auch körperlich anwesend sein. Und ich habe sowieso deswegen halt immer mit Ohrenstöpseln geschlafen, weil die Hühner, die halten sich ja nicht an Ruhezeiten, ne? Nee. Dass man da halt auch zwischendurch mal alle 5 gerade sein lassen kann. Ja. Nee, das stimmt. Hilft ja So, nix. denn mal Ihr Geburtsdatum bitte. Ja, 8. Mai 45. So, volljährig sind Sie, so. Bitte was? Dann volljährig sind Sie. Ich bin nervig. Nein, volljährig. Ach so. Pardon. Also 77 Jahre, na. So, dann, wie gesagt, habe ich Sie hier registriert. So, dann gehen wir mal auf Blau hier. Dann Der schauen wir Bauer? mal. So, also für das blaue Päckchen, da Ja? haben Sie einen Gutschein im Wert von 300 € gewonnen von Trend Tours Touristik. Ah, sackenstark, das ist ja großartig. Da komme Ja, ich da hier mal können Sie dann. raus. Ja, können Sie mal raus. 300 € werden dann vom Gesamtwert gutgeschrieben. Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erstmal viel Freude. Da muss ich jetzt noch mal abgezogen oder gut geschrieben für die nächste Buchung?
Nein, wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie kriegen ja da Bescheid, ja? So, Kriegen da einen steht ja genau Bescheid? drinne. Und wenn Sie mal verreisen möchten, ja, Ja. dann suchen Sie sich was aus, dann wird vom Gesamtwert werden dann 300 € abgezogen, Herr Pfefferkorn. Direkt bei dieser Buchung. Genau. Gut, dann sind wir uns Ja. einig, es handelt sich um einen wertigen Gewinn. Vielen Dank. Genau. So, dann, wie gesagt, schicke ich Ihnen das zu. Das haben Sie in den nächsten 3, 4 Wochen, ja. Steht das auch nochmal genau drinne. Da steht auch alles nochmal genau drinne. Und wie gesagt, dann, wie gesagt, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erstmal viel Freude, ja. Vielen Dank. Unabhängig davon haben Sie nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu gewinnen, ja. Oh. Unsere Aktion nennt sich Profit und Rente, ja. Das geht ab dem 15. Oktober wieder los. Da haben Sie mal die Chance, auf die Rente zu gewinnen, ja. Das heißt, Sie spielen da mit 99 weiteren Teilnehmern in einer kleinen Gemeinschaft. Sie haben da täglich 100 Tipp-Reihen am Start. Da wird jeden Tag gezogen, Sonnabend, Sonntag, Feiertage, immer, jeden Tag, ja. So, zusätzlich gehen Sie jeden Samstag mit Ihrem persönlichen 7 Glückszahlen am Start. Und im Gewinnfall erwartet Sie da einen Sofortgewinn von 40.000 € So viel? oder eine monatliche Rente von 4.000 €. Die wäre steuerfrei, übertragbar und sogar vererbbar. Also hier geht nichts verloren, weil die wird ja 20 Jahre lang ausgezahlt, ja? Steuerfrei, haben Sie gesagt? Hm? Das wundert mich jetzt. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen, da habe ich Hm? eine Reise gewonnen, na, in die Hm. Malediven, und die haben Mal. gesagt, damit ich da, sagen wir mal, keine Steuern bezahlen muss, habe ich jetzt, ich habe das nicht ganz verstanden, da gab es dann vom Sponsor, das war wohl Spiegel, Burda, Axel Springer Verlag, die sind ja alle zusammengeschlossen, da galt es dann, sagen wir mal, sich für eine Zeitschrift zu entscheiden, um die Gewinnsteuer zu vermeiden. Wie wird das bei Ihnen denn gehandhabt? Ja, wenn Sie jetzt hier mitmachen, zusätzlich dieses Gewinnspiel, also die Reise ist steuerfrei, die ist steuerfrei, sowieso, aber wenn Sie hier noch zusätzlich gewinnen möchten, hier können Sie gerne mitmachen. Und wie gesagt, und wenn Sie da gewonnen haben zum Beispiel, ist das steuerfrei, übertragbar und sogar vererbbar, ja? Ja, und welche Zeitschriften gibt's dann bei Ihnen zur Gewinnsteuerbefreiung? Mit Zeitschriften habe ich jetzt hier nichts zu tun. Ja, es ist ein Gewinnspiel, wo Sie jeden Tag gewinnen können. Ja, das war das andere ja auch, aber die haben gesagt, damit ich keine Steuern zahlen muss, muss ich eine Zeitung abonnieren. Nein. Doch. Nein. Also wenn Sie hier mitmachen möchten, gewinnen möchten, das kostet natürlich was, dieses Spiel, aber Sie müssen keine Zeitung oder Steuern zahlen, das müssen Sie nicht, nee. Ja, nicht, dass ich da Ärger krieg hinterher, ne? Nein, um Gottes Willen. Wir machen das schon seit etlichen Jahren. Gucken Sie mal, wir machen unsere Werbung bei der Frau aktuell schon seit etlichen Jahren rein. Also bis jetzt war hier noch nie was passiert. Nee, ich meine ja nicht bei Ihnen, sondern dass die Merkel dann am Ende da Kohle sehen will. Oh nein. Ich bin ja im Prinzip, habe ich mir ja nie was zu Schulden kommen lassen, ne? Und da will ich es jetzt Ja. halt auch im Alter nicht noch drauf anlegen. Da brauchen Sie keine Angst zu haben. Na gut, da bin ich ja beruhigt, ne? Oder nur mal drüber gesprochen haben. Nee, ist richtig. So, dann habe ich noch eine Frage, Herr Pfefferkorn. Dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben, 2, 3 Mal im Jahr, dass wir uns überhaupt mal melden? Jetzt haben Sie gerade vor, ich nehme mal an, das waren so 60 bis 90 Sekunden, Ja. ausgeführt, dass Sie mit Zeitschriften gar nichts zu tun Nee, haben. haben wir auch nicht. Da würde jemand anrufen, der mit Zeitschriften zu tun hat. Und was haben Sie mit dem zu tun? Das ist unser Kooperationspartner. Ja, wer ist das denn? Ist das der hier, wie nannte sich das denn? Das ist der Axel Axel Springer, Springer Burda Verlag. Bauer? Nee, Bruder Bauer gar nicht. Nur Axel Springer. Ja, aber die gehören doch alle zusammen. Ja, aber damit haben wir nichts zu tun mit dem Border und mit dem Bauer Verlag. Nochmal bitte.
Damit haben wir nichts zu tun, mit dem Wora und dem Bauer Verlag. Aber ja, mit Axel Springer, ne? Mit Axel Springer zum Beispiel, ja. Ja, aber die sind doch im Häuschen. Nein, das ist nicht zusammen. Das hat er am Telefon aber Nein, gesagt. die sind nicht zusammen. Der Axel Springer Verlag ist ja in Berlin. Und der Bauer Verlag ist in Hamburg. Ja, aber Und der Burger wir haben Verlag. ja auch eine Regierung in Berlin und eine in Bonn. Also zumindest habe ich dem anderen das so gesagt. Und er hat dann gesagt, Nee. wenn ich jetzt nicht die Zeitung abonniere, dann kriege ich auch die Reise nicht, ne? Nö, das hat damit nichts zu tun. Was hat er aber gesagt? Na, der weiß nicht, wer da angerufen hat. Da würde ich mal ein bisschen vorsichtig sein Der dann. hieß ja im Prinzip Konstantin Müller, der klang aber gar nicht danach. Wie gesagt, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, wenn er einmal bei mich anrufen würde und mir so einen Schmarrn erzählt. Meinen Sie, der hat mich angeflunkert? Ja, naja, was hat denn das damit zu tun? Sie müssen doch keine Zeitung kaufen, um Steuern zu sparen. Na, das hat er ja Warum? aber gesagt. Weil Nö. das dann nicht als Gewinn, sondern als Auftrag gilt, hat er mir erklärt. Ist kein Zusammenhang. Ne, ich weiß, bin ja nur ein Hühnerbauer. Ich habe ja von Steuerrecht keine Ahnung, ne? Ja, ich habe von Steuerrecht auch keine Ahnung, aber Sie können nicht gewinnen und dann müssen Sie eine Zeitung nehmen, damit Sie Steuern sparen. Nee, das geht nicht. Nee, Also nee, das ist das ging totaler ja nicht um Quatsch. Steuern sparen. Man muss jetzt ja im Prinzip überhaupt keine zahlen, wo Nee. sonst halt die Gewinnsteuer, na, mit den Hühnerpunkten fällig gewesen wäre. Ja, aber bei Gewinne muss man auch keine Steuern bezahlen. Ja, bei Ihnen nicht, ne? Dann bin ich bei Ihnen ja besser Allgemein nicht. aufgehoben. Allgemein nicht. Wie geht das denn jetzt vonstatten mit dem Geldgewinn bei Ihnen? Ja, das wollte ich ja gerade weiter sagen. Ach So, dann, so. wie gesagt, wird jeden Tag gezogen, Sonnabend, Sonntag, Feiertage immer. Das sind 100 Tipps am Tag. Oha. So, dann gehen Sie ja mit Ihren eigenen Zahlen. Die können Sie sich natürlich auch alleine aussuchen. Und da haben Sie zum Beispiel einen Sofortgewinn von 40.000 Euro oder eine monatliche Rente von 4.000 Euro. Die wäre steuerfrei, übertragbar und sogar vererbbar. Also hier geht nichts verloren, weil die Sabalot. wird ja 20 Jahre lang ausgezahlt, ja. So, zudem haben Sie mit Ihrem persönlichen Einzeltipp natürlich auch die Chance noch auf Kleingewinne. Auf Bereits bei was bitte? zwei richtigen und der Zusatzzahl haben Sie schon mal 50 Euro gewonnen, ja. Das war gerade ein Ticken zu schnell. Ich habe die Chance. Auf was bitte? Was war das? Auch auf Kleingewinne, wenn Sie zwei Kleingewinn. richtig, Pardon, ich wollte Sie wenn nicht Sie, unterbrechen. nö, alles gut. Wenn Sie jetzt Kleingewinne haben, zwei richtige und die Zusatzzahl, sind da schon mal 50 Euro gewonnen, ja? Ja. So, alle diese Gewinnchancen garantiert Ihnen Ihre persönliche Profit- und Rentenkarte, die Sie auch von mir bekommen. Und da erwartet Sie tolle Rabatte bis zu 35% bei Online-Einkäufe. Und Sie profitieren außerdem noch dauerhaft von einer 5%-Ersparnis bei Einkäufe vor Ort, das wäre Karstadt, Mediamarkt, Lidl, Rewe und ganz vieles mehr, wo Sie da bis zu 5% sparen können. Und Sie haben auch Tankrabatte, ja. Wenn Sie voll tanken, sind das auch immerhin 5%, Was war ja. das, Krankenkasse? Tankrabatte. Ich habe das Wort nicht verstanden. Tanke, wenn Sie tanken fahren, haben Sie auch Rabatte. Ach so, nee, das nutze ich nicht mehr. Ja gut, das können ja Kinder, Enkelkinder oder die ganze Familie nutzen. Ja? Ja, genau wie die Einkaufsrabatte kann das auch die ganze Familie nutzen. Das ist klasse. So, jetzt haben wir einen wichtigen Punkt. Sicherlich natürlich Ihre Frage. Ja, was setze ich ein, wenn ich hier noch so toll schön gewinnen kann, ja? Und sparen kann. Das sind am Tag 1,66 Euro. Sind im Monat ganze 49,90 €. Das sind 3 Monate. Ha, genauso viel kostet auch die Zeitung, die ich abonniert habe. Ach, ey. Das ist ja ein toller Zufall. Kann ich nicht beurteilen. Was haben Sie da für eine Zeitung? Das ist der Maulwurf am Morgen, heißt das. Das ist so eine Gärtnerzeitschrift, aber ich hab nicht mal einen Garten. Der Den sagt habe ich aber, nie genommen.
Das ist ja im Prinzip das Günstigste, ne? Die hatten da noch so andere Sachen, aber das war alles, sag ich mal, nicht ganz so das, was ich, sag ich mal, benötige. Ne? Aber warum haben Sie das genommen? Ne, weil ich ja sonst die Reise nach Malediven nicht bekommen hätte. Das ist ja, sag mal, so ein Quid pro Quo, würde Hannibal Lecter jetzt sagen, falls Sie den kennen. Ja, den können wir schon. Ja, der Herr Lecter und der Herr Winkler, ne? Ja, aber das ist ja. Kennen Sie denn die Zeitschrift eventuell selber? Nee, sagt mir gar nichts. Bitte? Sagt mir gar nichts. Der Maulwurf am Morgen. Nee. Das erscheint wöchentlich. Hat er mir zumindest gesagt, er konnte nicht so gut Deutsch sprechen, der Herr Müller. Wie heißt die Zeile? Der Maulwurf am Morgen. Ja. Warten Sie mal. Der Maul. Maul. Noch nie gehört. Bitte? Mal gucken, habe ich noch nie gehört. Ach so. Der Maulwurf am Morgen. Oh, die gibt's sogar, die Zeitschrift. Das ist doch schon Habe ich mal noch nie. gut. Mal sehen, was das für eine. Wie haben Sie das denn jetzt so schnell rausbekommen? Kennen Sie Ich habe den? das jetzt gegoogelt. Was haben Sie gemacht? Ich habe das eingegeben und dann habe ich das über die Suchmaschine. Ach, am Computer. Das Teufelsding. Ja, die gibt es sogar. Was denn? Die Zeitung gibt es. Das ist gut. Wann kommt denn die erste dann? Mal Zeitschrift aktuell, wie ist denn das jetzt überhaupt? Einen Moment mal, wie die jetzt kommt, die nächste. Na. Eine Sekunde, so. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen, weiß ich nicht. Na, der Wenn die wusste nächste das auch kommt. nicht. Da steht doch ja auch gar nicht, wann die nächste kommt. Wann kam denn die letzte? Vielleicht können wir das Ja. zurückrechnen. Erscheinungsdatum. Steht da denn ein Preis mit dabei? 6,95 €, kann das sein? Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Wieso? Ich muss jetzt gerade, ich habe hier noch den Kalkulator stehen. Aha. Also wenn ich das, nein, jetzt habe ich mich vertippt. 6,95 mal 4 sind ja 27,80. Jetzt Und was kostet hat das der ja gesagt? 49,95. Das kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Jetzt, wo wir da so drüber sprechen. Die hatten auch so einen komischen Firmennamen, habe ich auch noch nie gehört gehabt. Aha. Das kann ich jetzt ja nicht sagen, wann das, Wirkt das denn wann die. wertig auf Sie, was Sie da sehen können? Ach, ja, niedlich ist es schon. Was ist das? Niedlich. Mit dem Inwiefern? Maulwurf. Ach, ist da ein Naja, es. Maulwurf drauf? Ja. Und was, und es sind da auch Themen, sag ich mal, so eine Themenvorschau, wie auch bei der Frau aktuell?
Ja, das wird über den Maulwurf auch geschrieben, ja. Da wird über den Maulwurf geschrieben. Auch, ja. Da haben die viele Themen drin, aber wie gesagt, wann die Erscheinung ist, kann ich gar nicht sagen. Warte mal, ich gucke mal Erscheinungsdatum. So, mal gucken wir mal, Ausgabe. Na, die gibt es unterschiedlich für 12,90 €. Ach, vielleicht ist das eine ja dieses, man sagt ja im Buchhandel, dieses Soft- und Hardcover. Vielleicht ist das eine Ja. ja gebunden, aber das wäre ja dann ein Buch. Aber wie gesagt, steht jetzt wirklich hier nichts, wann die erscheint. Lassen Sie sich überraschen. Was hat denn er zu Ihnen gesagt? Naja, der sagte wöchentlich, aber die Woche hat ja 6 Werktage. Na ja, gut, dann wird die einmal eine Woche kommen, wenn der sagt wöchentlich. Ja, aber ich bin ja nicht immer zu Hause, ne? Das wollte ich Der dann steckt sagen. nie im Briefkasten. Ja, hier verschwinden aber die Sachen immer. Das ist mir ungeheuerlich. Ja, da müssen Sie jetzt abwarten, bis Sie die erste kriegen. Ja, Sie müssen doch bestimmt noch ein Schreiben bekommen, oder? Ja, der hat ja im Prinzip gesagt, ich kriege in 4 bis 6 Wochen dann noch mal, ich soll das zurückschicken und unterschreiben. Nee, machen Sie mal nicht, unterschreiben Sie mal nichts. Was machen? Nichts unterschreiben. Naja, aber ohne Unterschrift kann ich ja auch Nein, das. machen Sie das nicht, Sie unterschreiben gar nichts. Ja, aber dann kriege ich ja die Reise nach Malediven nicht. Wissen Sie was? Ich glaube, das ist irgendwie nicht so koscher. Lassen Sie mal die Hände weg da. Meinen Sie? Also Glauben Sie mir. ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil das klang ja sehr vertrauenserweckend. Also der hat sich ja vorgestellt von Elite Premium Service AG. Und das ist ja dann eingetragene Aktiengesellschaft, ne? Das ist ja schon vertrauenswürdig. Ja. Oder meinen Sie nicht? Bitte? Nee, würde ich nicht machen. Na, hab ich ja schon, ne? Naja, aber nicht unterschreiben. Ja, aber das ist ja doch Vertragsbruch. Wieso ist denn das Vertragsbuch? Ne, ich hab dem ja zugestimmt, ne? Ja, das müssen Sie jetzt wissen. Bitte? Das müssen Sie jetzt wissen. Was denn? Was Sie machen. Ja. So, und unser Spiel kostet hier 49,90 €. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Lassen Sie sich mal angenehm überraschen. Und ich denke mal, über ein paar Euro freut man sich ja auch mal, oder? Ja, das hat der Mann am Telefon auch gesagt, ne? Dann habe ich ja heute gleich zweimal Glück. Ja. Sagen Sie mir mal 7 schöne Zahlen von 1 bis 49, 7 Stück. Oh, also ich habe ja damals immer Kniffel gespielt mit meinen Enkeln und habe mich immer gefreut, wenn ich ganz viele Sechser gewürfelt habe. Nehmen Sie einfach mal die Sechserfolge, soweit wie das geht, ne? Die 6, die 12, die 18, die 24, die 30, die 36 und die 42. Das hört sich doch solide an. Genau. So, So wollen Sie muss ich sich die mir nochmal das. aufschreiben oder reicht das in den Unterlagen? Ich wollte gerade fragen, ob ich mir das noch mal notieren soll. Wenn Sie möchten, können Sie gerne, dann sage ich Ihnen nochmal. Ja, ich bin Haben Sie dann was so, zu schreiben? ja, ein Bleistift, ne? Das reicht doch. Also die 6, Ja. die 12, Ja. die 18, Ja. die 24, Ja. die 30, Ja. die 36 Ja. und die 42. Klasse. So, dann schreiben Sie sich mal meinen Namen auf, Manuela Neubauer. Ja, ist notiert.
Okay. So, denn alles, was wir jetzt besprochen haben, bekommen Sie selbstverständlich nochmal schriftlich bestätigt, ja? Nee, So, in der. ich kann ja gar nicht mehr schauen, das bringt mir ja nichts. Wieso? Bitte? Naja, Sie kriegen alles nochmal schriftlich, was ich Ihnen jetzt auch gesagt habe. Na, ich bin ja im Prinzip fast vollständig erblindet, also ich kann das ja gar nicht mehr lesen. Das habe ich zu dem anderen auch gesagt, aber der meinte, die Reise, die kann ich ja auch meinen Enkel dann schenken. Ja, aber Sie wissen ja, was drin steht. Ich sage es Ihnen. Ich sage es Ihnen ja jetzt, habe ich Ihnen ja auch Das gesagt. kann mir dann bestimmt nachher mein Betreuer vorlesen. Haben Sie Betreuer, ja? Ja, das kann ja nicht mehr gucken. Ich bin ja wie so eine Eule. Nur, nee, Na, dann können Sie das sowieso nicht mitmachen, das war wenn Sie einen jetzt ein Betreuer schlechter haben. Vergleich, weil die Eulen, die können ja gut schauen. Ich habe im Prinzip Augen wie der Maulwurf am Morgen und auch am Abend und in der Nacht. Na, ja, bloß wenn Sie jetzt einen Betreuer haben, dann können Sie doch da gar nicht mitspielen, weil das kostet ja Geld. Und der Betreuer entscheidet doch bei Ihnen, ob Sie das mitmachen dürfen oder nicht. Ja, natürlich. Das ist ein ganz, ganz verschlagener. Der war bestimmt mal ein Fuchs im früheren Leben. Da Ja, wette dann können ich. Sie da. Dann dürfen Sie da auch gar nicht mitmachen Ja, das muss eigentlich. ja keiner wissen, ne? Ich bin ja Ja, aber nicht. Ihr Betreuer weiß ja das. Nee, ich habe ja so ein. Das hat mein Enkel hat für mich für besondere Anlässe, sag ich mal, sagen wir mal, ein Girokonto angelegt, ne? Und das kriegen wir, sagen wir mal, am Fiskus vorbei. Lass mich doch nicht von denen hier zum Narren halten. Am Ende sagt er mir noch, wann ich aufs Klo gehen darf, der Jungspund. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Bitte? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Naja, wer fragt das so nach, ne? Ja, gut, aber bloß wenn man dann, der kriegt doch das sowieso raus, der Betreuer, oder? Wie denn? Weiß ich nicht. Na, sehen Sie? Sag mal, der Mann mit dem Maulwurf am Morgen, der kriegt die Kohle. Ich krieg die Reise und kann die mein Enkel dafür geben, dass er für mich die Schwarzgeldgeschäfte macht. Das ist ja im Prinzip wie bei der russischen Mafia, nur ohne Gewalt natürlich, ne? Also Sie sind ja schon drauf. Ja, natürlich. Ich passe mich der Umgebung an. Ach so. Naja, Und wie lange gut, müssen dann. Sie heute arbeiten? Oh, ich muss noch ein bisschen, bis um 5. Oh, da können wir ja noch ein bisschen schnacken. Das schaffen wir Naja. noch. Und Meinen Sie? wie viele Leute machen Sie so glücklich am Tag? Naja, 20, 30, 40, kommt drauf an. Wahnsinn, das ist ja eine Menge. So viele glückliche Leute. Tja. Da ist bei Ihnen das aber im Endeffekt quasi der gleiche Quatsch ist wie mit diesen Zeitschriften, das wissen Sie, oder? Nö. Naja, sag mal, Was ist so, ist das Quatsch? naja, Sie arbeiten ja für die Elite Premium Service AG, ne? Und die zocken ja die Leute ab. Ich arbeite nicht dafür. Na doch, das sagen zumindest Ihre ganzen Kollegen immer, dass das so ist. Wieso, mit wem haben Sie denn von uns schon gesprochen? Ich glaube mit allen, weil wir sitzen ja hier im Altenheim, ne? Sie haben mir hier der Margret ihren teuren Kram angedreht und die hat sich dann vor Kummer das Leben genommen und wir werden jetzt immer so lang bei Ihnen anrufen, bis Sie damit aufhören, ne? Tja, gut, dann beenden wir das gleich mal. Das wird mir jetzt ein bisschen zu dumm, Herr Pfefferkorn. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Ja, ja? den werde ich haben. Wir hören uns nachher wieder, ne? Der Pfleger ruft Ja, auch noch wiederhören. an und die Familie Ja. auch. Ja, die soll man alle anrufen. Ja, dann können Sie keine Leute abzocken mehr heute, ne? Schade, wa? Was für ein Alter! Da kriegt die mit, das ist ein alter Kerl, der am Telefon hier schon richtig abgezockt wurde. Komm noch mal schön ein Gewinnspiel mit Lotto hinterher und bah! Wie die sich alle immer, die denken wahrscheinlich, sie sind bei Mutter Teresa angestellt mit ihrer Elite Premium Service AG. Hammergeil, wieder eine halbe Stunde weniger. Also an dem Tag, wo wir jetzt diese Aufnahme machen, habe ich bestimmt 4, 5 Stunden diese Figuren am Telefon gehabt. So nutze ich meine freien Tage, Freunde.
Da dürft ihr mir gerne mal ein paar Däumchen und Kommentare für dalassen. Das ist nämlich echt viel Freizeit, die da drauf geht. Und ihr wisst ja, schneiden, rendern, hochladen und so, ne? Reingehauen.